Und damit willkommen zu Fallout 4 mit Flash wieder zurück. Ja, es ist jetzt einiges schon lange her, denn ich habe ein bisschen gelevelt. Ich habe jetzt circa zwei Level gemacht, zwei, drei Level. Ein bisschen Material gesammelt, was ich so verschrotten kann. War jetzt gerade hier noch ein bisschen am Verschrotten, was jetzt noch weg kann und will halt die nächste Zeit halt dieses Rekrutierungssignal machen. Ich habe auf der Karte super einige Dinge noch entdeckt. Das hier unten kennen wir natürlich, das ist Boston und Diamond City. Hier oben habe ich noch was zusätzlich entdeckt. Hugos Loch und Danvish Boros und sowas. Das habe ich alles mir noch angecheckt und wollte halt gucken, was uns so abgeht. Denn wir werden viel, viel, viel Material brauchen, wenn wir halt anfangen wollen, die Sachen zu streiten. Komm her, Elch. Komm her. Gott. Denn ich habe, wie man sieht, ich habe noch ein paar Waffen mit. Es sind nicht mehr viele. Ich habe mir jetzt so eine Art Gehstock gebaut mit ein paar Nägeln dran. Natürlich können wir jetzt glücklicherweise das Räder besiegen. Weg. So, ich habe ein bisschen Material. Ich werde auf jeden Fall viel auf Sammeltour gehen hier. Um massenweise Zeug da zu haben. Also der Hund wird viel mit Schrott jetzt vollgefüllt. Sammler, man fängt schon an mit einer guten Quest hier und das soll ja auch nicht ausbleiben. The Fallout ist dafür gedacht, wirklich viel, viel zu sammeln, um halt auch sein ganzes Fort jetzt hier voranzubringen. Aber ich will mal eben zu dem Elch, den ich gerade umgebracht habe. Problem auch ist hier, muss ich sagen, dass ich zu wenig Munition habe. Meine Munition beschränkt sich wirklich auf das wenigste, was ich noch habe. Zwei Raider oder sowas. Das machen wir dahin. Dahin. Kurzläufig. 5 Munition. Können wir eigentlich. Brauche ich gar nicht. Die habe ich. Und das vielleicht noch. Raider, Raider, Raider. Ah, die Raider sind nicht mehr so stark, also. Das geht noch relativ. Glaube, der Crit sollte durchgehen. Ja. Und ich werde jetzt auch alles, was sie wirklich dabei haben, einfach mal alles einsammeln. Und wie gesagt, dem Hund dann übertragen, dass wir halt viel, viel Material nach Hause bringen können. Und anfangen können, alle Stationen aufzubauen. Denn auf der Karte. Sentry bleibt natürlich klar. Hier oben noch, Tempest noch gucken. Weil hier oben habe ich einen Außenposten mir erobert. Ich wusste nicht mal, dass einer war. Ich bin aber hingegangen, Außenposten gehabt. Und wollte noch. Wo ist es denn? Nee. Die Farm vielleicht noch. Mit denen noch irgendwas zu tun haben. Mal gucken. Diesen komischen Außenposten, den hatten wir doch auch mal irgendwo gefunden, oder? Da, den hier, die Oberlandstation. Da wollte ich auch noch hin. Dass wir da was. Ah, oh nein. Ach, Kacke. Muss wir auch ein bisschen Zeug rein. Weatherway oder so. Habe ich sowas mit? Kleidung, Hilfsmittel. Weatherway. Mir lag da irgendwo noch ein dritter toter Raider. Da ist er doch. Oh, die ist tot. Metalleimer. Können wir uns natürlich auch dran bedienen. Wie gesagt, das soll jetzt alles nicht ausbleiben. Wollen wir denn unsere Questen?
Also einmal habe ich die auf jeden Fall neu bekommen, sprich mit Preston, das ist so ein Fort erobern. Die verschollene Patrouille wollte aber eigentlich zur Hauptquest weiter. Sprich mit Piper. Wir machen jetzt mal die Hauptquest weiter. Ja. Ich da eine Markierung gesetzt? Ey. Oh, ich mag ein bisschen. Markierung entfernen. Es kann sein, dass ich da was gesetzt habe. So, wir müssen jetzt doch. Paxi, kommen wir denn da irgendwie hin? Ja, da kommen wir auf jeden Fall hin, dass wir die Hauptquest jetzt ein bisschen weitermachen. Und Material ranschaffen. Meine Munition ist sehr, sehr knapp. Will dann halt Sachen verkaufen wollen, dass ich halt Munition in Massen habe. Jetzt weiß ich auch nicht, wo ich Nick gelassen habe. Ich wollte eigentlich Nick mitnehmen statt den Hund, weil er halt auch noch uns die Sachen hacken kann zur Not. Der Hund natürlich die Leute festhalten kann. Aber ich glaube, ich bin mehr auf Nick fixiert momentan. Und dachte, der Hund wäre doch die bessere Option, aber halt dieses Optionale mit dem Hacken beschafft uns auch einige Vorteile in der ganzen Hinsicht. Eine andere Änderung wird jetzt sein, dass ab der 16., 17. Folge jetzt eine Stunde kommt, Stunde Videos. Und nicht nur halbe Stunde bis 20 Minuten Folgen, sondern ich wirklich eine ganze Stunde machen will, weil ich halt in der ganzen Stunde viel, viel mehr schaffe und auch zu zeigen kann und auch die Folgen einen anderen Schnitt, ja, einen anderen Schnitt haben, weil ich halt schauen kann, wenn ich eine Stunde geschafft habe oder eine Stunde habe. Oh, da sind super Mutanten. Wenn ich das habe, dass ich auf jeden Fall viel, viel geschafft habe. Gehen wir hier an unserem Essenstand. Wir haben auf jeden Fall genug Mutanten-Hundekeule. Das Fleisch können wir auf jeden Fall essen. Ja, das kann ich wohl. Mit dem Kopfschuss. Wie gesagt, ihr seht die Munitionsanzeige von mir aus, da ist nicht mehr viel. 44 Munition, 5 Munition für die Kurvläufige. Das ist nicht das meiste. So, ist der Supermutant. Warte mal, der andere lacht auch noch irgendwo rum. Ist er jetzt hier? Hier oben drin oder was? Ich mir hänge deine Eingeweide um den Hals. Oh, 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 oh. Nö. So. Wie gesagt, das wäre halt der Vorteil, wenn ich halt mit Visier. Okay. Wenn ich halt jetzt Nick mitgehabt hätte. Er kann halt auch schießen. Das ist halt der ganz große Vorteil in der Sache. So, oh. Was haben wir denn hier? Nehmen wir erstmal alles mit.
Ich muss dann halt gucken, wo ich da Nick gelassen habe. Ich finde momentan nicht wieder, welche Stadt ich ihn hingeschickt habe. 37, 36 Meter, also kann ich mir weit entfernt sein. Na, die Schrotflinten sind echt schwer. Müssen wir mal gucken, dass wir die irgendwie mitbekommen. Da ist, glaube ich, keiner 17 Meter. 16 Meter, also irgendwo hier hinter. Frag hier natürlich, wie kommen wir dahinter? Okay. Tschüss. Leuchtende Maulwurfsratte. Es ist wieder so ein Hinkergassen. Oh. Schon wieder mit dem Prügel hier eingekloppt. Alles mit. Hier ist nichts drin. Ja, ich versuche auch dann das meiste jetzt halt zu kochen, viele Dings, Packs einzusparen. Das kann uns, glaube ich, viel, viel retten. Weil Stimpacks sind für andere Sachen sehr, sehr wichtiger. Besonders im schnellen Überlebenskampf. Das ist nichts drin. Ich hasse das Knistern teilweise. Könnte immer Ratten da sein. Guck mal, jetzt hier den. 12 Munition ist schon wieder verschossen. Ob ich damit lange wieder auskomme, weiß ich nicht. Also mein bester Freund in der letzten Zeit war auf jeden Fall immer die Power-Ausrüstung. Bierflaschen. Wir nehmen jetzt einfach alles mit. Alles, was wir finden können. Können wir alles verschmelzen. Glas oder sämtliche Einzelteile. Alles, was vorhanden in 12. Die Tiefgarage. Ja, müssen wir denn? Warte mal, müssen wir denn jetzt hier hoch? Dankeschön. Oh, sieht sogar danach aus, dass wir eigentlich hier fast richtig sind da vorne. Oh, das war knapp. Commonwealth Bank. Okay, das heißt, es wird auf jeden Fall bei uns ein bisschen Gold einbringen. Vielleicht ein paar Kronkorken finden oder Vorkriegsgeld. Schade, dass man das nicht eintauschen kann vor Kriegsgeld. Polizei. Das heißt, ich müsste eventuell so ein Ding irgendwo knacken. Aber versuche es erstmal. Sicherheitsterminal, okay. Wo ist denn mein Hund? Da ist er. Psst. Handeln. Halt's Maul, schreie nicht so rum. Kleidung jetzt erstmal. Also ich kann einiges tragen, wie man das sieht. 310 ist schon viel. Da ich ja viel anfangs eingegangen bin. Diverses Schrott. Ich weiß jetzt noch nicht, wie viel der Hund lagern kann. Also wir können ja gut viel lagern. Wir könnten auch 50% mehr lagern, wenn wir jetzt alleine gehen würden. Und wir machen auch 15% mehr Schaden. Aber ich glaube, das wird sich auf was hinaus. So, ich habe hier einen Tipp erhalten. Also man soll immer gucken, was für Fehler oder wie viele einstimmen. Ein Treffer, das heißt, irgendwas von den Nows wird an dieser Position sein. Könnte das Wop sein? Cool. Mit dem S ganz gut treffend gewesen. Das bezieht sich nicht auf die Buchstaben in der gleichen Position, sondern die Buchstaben enthalten sich in der ganzen Aussicht. Persönlichkeitsmodus auswählen. Und zwar nehmen wir da. Begleiter. Standard. Wenn du schützt und dienst, dann kannst du ja wohl mitkommen. Wenn du Müll
einmal nichts drin. Schade. Da sind, glaube ich, ein paar Pilze. Leuchtende Pilze. Die bekomme ich so nicht auf. Muss ich auch noch leveln. Manche Schlösser sind jetzt für mich immer zu und bleiben immer zu. Und dann muss ich halt hier später nochmal durchgehen. Ist gar kein Problem. Also wir haben, wie gesagt, ich werde das meist jetzt auf eine Stunde hinausziehen. Die Folge. Kann auch noch immer noch passieren, dass es eine halbe Stunde wird. Liegt meistens an der Folge an sich, an ob ich da viel gemacht habe oder eher in dem Rahmen weniger. Jetzt ist es um Hausbauen geht, kann es auch mal in die 2 Stunden, 3 Stunden reingehen, weil ich dann viel, viel Bock habe. Auch jetzt dieses ganze Loot Raider System hier, was wir jetzt durchgehen werden, kann sich einige Zeit schon verbringen. Na, lade. Bildschirm. Ja, was lädt der denn so lange? Oh, Scheiße! Nein! Oh, den total verknallt. Ah, oh, der ist aber jetzt geladen hier. Der Pilz, Mais, gegrillter Hirsch. Oh, das scheiß Geschütz dahinter, ne? Gott sei Dank habe ich meine 10mm Pistole. Ah, Blähfliegen. Okay, auch schon mal weniger. Das schafft er, glaube ich, auch wieder so. Geh. Ihr Kloppen! Du alte Blähfliege, du. Ja, jetzt krieg ich wieder unter einem Wet, krieg ich wieder durchgehend. Das Schloss sieht stabil aus. Das Schloss sieht ja stabil. Gleich hau ich dir das Schloss an den Kopf. Wilder Affe. Irgendwas lag doch gerade noch hier. Kann auch die Waffe gewesen sein. Oh. Cherry Cola. Ich müsste hier rein, okay. Wie kommen wir denn jetzt hin? Mit dem Keller weiter runter? Den haben wir denn. Ne, wir haben noch Vorderausgang, okay. Hund, kannst du mal bitte, danke. Hä, jetzt wieder nach unten hin? Hä? Dann kann ich wieder Pilz hier klauen. Warte mal, haben wir denn alles hier schon durchsucht? Hier vorne den Raum noch nicht. Na, ah, Einsteiger safe. Okay, den nehmen wir wenigstens mit. Yes. Ah. Könnte schon. Jawohl. Wie schön. Ah, Patronenfutterungsgeld, das war ja fast schon vorauszusehen. Tischen auch nichts drin. Wo ist er denn jetzt? Da dackelt er. Dackel, dackel. Warum müssen wir jetzt wieder runter und wieder raus? Wir waren doch eigentlich. Haben wir nicht. Waren noch draußen. Ja, genau, Exit. Sind wir doch gerade auch rausgegangen. Finanzbezirk. Und dann war doch das Ding wieder am Fahrstuhl. Bisschen komisch. Zwar, wir haben irgendwas. Jetzt zeigt er 82 Meter an, okay. Ja, das ist unbekanntes Licht. Im
K1 Geschütz. Können eigentlich hier den Weg nehmen oder nicht? Sollte eigentlich passen von der Länge her. Die U-Bahn oder der sind Schnellweg, ne? Ich hasse diese Affen. Geh weg. Aber hier oben ist was. Stopp. Guten Wodka. Weiß, wo die Affen sind, taucht irgendwas Schönes auf. Und man sieht's auch. Gab's wieder ein bisschen Zeug. Oh. Dann nehmen wir auch Bourbon. Lecker Bourbon. Schade, dass man die Affen nicht so sammeln kann oder sammeln muss sogar. Das wäre natürlich interessant. Da ist nichts drin, aber. Oh, da liegt jemand. Ah, das ist der, den wir hatten, glaube ich. 18 Meter in die Richtung. Frage geht natürlich, wie kommen wir da hin? Wird da abgeriegelt? Mögliche Eingangsmöglichkeiten. Hallo. Wer hat gerade Hallo gesagt? Feindliche Präsenz. Bewegung entdeckt. Seltsam. Heute kein Kampf. Wo ist er? Darunter sind Zyngs. Jemand da? Was? Werger sein? Was? Ich höre was. Dann hörst du wohl was, aber du hörst vielleicht falsch. Komm, setz ihn nochmal auf deinen Platz. Das wäre die einzige Möglichkeit, ihn gut zu treffen jetzt. Anfang, ich habe sehr, sehr wenig Munition, das ist das Problem. Fleisch von Fleisch mit Bohnen, gibt aber 6 Wert. Das muss ich auch mal sortieren, hier, dass wir ein bisschen was radioaktiv verseucht ist, in so eine Kiste zu packen, damit wir ein bisschen was haben, weil ich will viel, viel Fleisch mitzubereiten. Na, wo sind 20 Meter runter sind die Sünks. Komm, setz dich mal wieder auf deinen Platz. Ich muss dir, mein Freund. Habe ich kein Molotow mehr oder so? Okay, der ist platt. Da ist die Ratte. Der Fleischsack ist leer. Oh. Wieder ein paar Wader. Oh, noch mehr Wader. Mischling. Oh, interessant. Aua. Oh, 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 oh. Flanke, Schlagring. Schrotpistole.
brauche noch was zum Friesen. Gegrilltes Fleisch. Ich mach das mal im Ofen. Oh. Komm, in welche Richtung? Komm schon. Ja. Na, da vorne war massenweise Munition. Das ist das Komische. Dortmund ist ein guter Junge, der weiß, wo es hingeht, aber ich weiß nicht, es ist so eine Sache an sich, was nimmt man wirklich mit? Du kannst nicht viel mehr tragen. Mein Freund, komm her. Hey. Handeln. Nimm du mal bitte meinen Schrott erstmal. Ja. Und dann gehen wir mal auf Kleidung, habe ich. Dortmund kann ich mehr tragen, das heißt, wir können jetzt auch nicht mehr so viel mitnehmen. Müsste eventuell nach Century zurück oder einmal zwischenlagern. Ich glaube, das ist auch die beste Option, einmal zwischenzulagern. Ist da noch was drin? Ja. Wir lagern einmal zwischen. Boston habe ich leider keins, aber was wäre das? Also ich könnte doch zum... Okay, ich könnte wieder zum Park mich hin begeben. Das wäre ja gut, aber ich könnte noch da in Man City reisen, um die Sachen zu verkaufen und ein bisschen mehr Munition zu holen. Ich glaube, das ist die bessere Option. Da haben wir viele Lederklamotten. Muss dann noch schauen, wo ich die beiden Kristalle noch herkriege. Wo kriege ich wohl die Kristalle her? Das ist sehr wichtig. Was ist das denn? Ein Gatling Laser. Oh, das ist natürlich auch nice. Aber natürlich schon ein riesen Verbrauch. Bei der Ansicht, ey, würde ich natürlich freiwillig rennen. Da ist ja gar keine Chance mehr. Ah, ich gehe gleich raus. Ich will nur ein bisschen Sachen verkaufen. Scheint auch. Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen. Das Dugout Inn hat gute Angebote. Nee. Ich hab Knarren. Oder willst du lieber was für den Nahkampf? Ich will erstmal handeln. Ich hab ein paar Minuten. Vergiss nicht auch. Klar. So, und würde gern erstmal gucken, was sie hier. Können wir es mal davon welche verkaufen? Mal sicher verkaufen. Erstmal gucken, wie viel hat er noch. Er hat auf jeden Fall noch genug da. 10mm Pistole. Werden ihm jetzt versuchen, das meiste zu verkaufen. Kurzgewehr. Würde ich halt, wie gesagt, Munition bei ihm einkaufen können. Nee. Muss ich auch noch behalten, hier ein paar Raider-Klamotten. Eh noch nicht gebrauchen. So, jetzt gehe ich mal rüber. Munition. So. Die will ich natürlich auch versuchen noch zu kriegen. Dann kriegt er noch ein bisschen was von mir. Aber mein Hund, hey, hat natürlich auch noch was im Inventar. Das ist auch nicht ohne, was wir noch hier haben. Das könnten wir uns aber drüben holen. Warte mal, ich will nochmal mit dir handeln. Hey. Hey. Warte da. Komm schon. Ich könnte mein Schrott bei ihm lagern. Hier gibt's das Beste für den Selbstschutz. Hallöchen. Ich verkaufe zwar so ziemlich alles, aber nichts davon ist Schrott. Handeln. Ja, ich schau's mir an. Alles, was... So, was haben wir denn hier noch von? Gehstück, das will ich erst behalten, aber die ganzen Lederkombis können das mal weg. Da fähren wir massenweise von Namen. Oh, oh, oh. Nee, da muss ich wieder zurück.
nochmal zurück. Das will ich natürlich behalten. Gucken, was haben wir noch? Blähfliege, ne, Schrott. Munition, Inventar. Ne, das ist nur alles, was wir brauchen. Jetzt gucken wir, was die Munition hat. Das sieht, glaube ich, auch noch, ne? Munition, 10er Munition, das würde mir 190. Das heißt, sie machen noch plus 28, okay. 133 Munition ist gut für den Anfang. Können wir wieder zum Park reisen. Und das ist halt der Vorteil, wir können halt jetzt viel durch den Hund machen, viel uns einholen und nachher sagen, wir verkaufen viel, da wir auch noch viel Raider-Sachen, sag ich mal, oder Metallrüstung oder vielleicht sogar eine Powerrüstung an unsere Bewohner nach abgeben werden, weil ich von Sanctuary, wie gesagt, immer da unten was aufbauen möchte, um auch Handelstouren für die einzurichten. Brauchen die natürlich auch Schutz. Denn irgendwann werden auch die Raider das spitz kriegen, dass wir da oben uns ein kleines, feines Lager aufbauen, besonders wenn es Nahrung, Waffen, Wasser, alles vorhanden ist. Auf jeden Fall gibt dafür. Ja, vollständig einfrieren kann. Ja, damit ich weiß auf jeden Fall, wo es ist, das Gewehr. Das Kryo. Kryolator. Den gibt es nämlich bei uns in der Wall drin. Haben wir damals schon gesehen. Kamen wir leider noch nicht dran, weil wir halt den Skill nicht dafür hatten. Und die wieder fleißig umgeschossen. Wilder Ghoul. Kaffeetassen, ja, wie gesagt, Schrott. Krieg ich da unten nachher wieder oder ein bisschen Rüstung, was wir noch haben. Ja, aber das brauchen wir natürlich alles. Franklin. Der gute Franklin hat uns hier nichts gelassen. Schade eigentlich. Aber vielleicht seine Freunde hier drin. T-Shirt, Hose. Papier. Eine Beere. Kann man immer gebrauchen. Einen Moment. So, weil niesen will ich nicht eine Aufnahme haben, weil das dämpft mein Mikro wieder ein, beziehungsweise mein Headset. Ist da jemand anwesend? Oh, scheiß Sync. Fahre herunter. Solltest du auch. Den hier Plünderer überfallen, das ist natürlich, die wollten bestimmt die Plünderer als Haut nehmen, weil die sind, wie man weiß, jetzt mittlerweile sehen nicht mehr so aus, sie sind, sondern können auch Menschen sein. Aufbereitetes Blut, das ist natürlich immer gut. Blutpacks sind mich für, glaube ich, fürs Sinpacks gut. Boah, hat mich das Ding gerade erschrocken. Was ich nicht gut finde, ist das Gewehr auf der Stelle. Hätte ich gern. Ne? Das ist das Ding. Laser Gehstock, die Pistole. Moment. Nein, das ist ja. Er ist 10 mm. Das ist das Scharfschützengewehr. Das will ich jetzt dahin haben. Und komm schon, find, das will ich dahin haben. Das will ich da hinten haben. Ich glaube, das Ding könnte echt gut werden. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da hinten kommen. Hier waren die Syncs. Genau, jetzt haben wir die Syncs ausgeschaltet. Kommen wir nebenher. Schade. Ich will jetzt eigentlich nicht außen rum mehr latschen. Jetzt gucken wir vielleicht mit der. Ne, kommen wir nicht drüber. Wir den Ingo noch mal hoch. Neu waren die Maulwürfe. Und einmal rum wollte ich jetzt nicht unbedingt.
Aber wir können gleich über die Autobahn nochmal gehen. Oder gibt's darum noch einen Weg? Nee, ich glaube, Autobahn wieder da auf der anderen Seite ist die einfachste und schnellste Methode. Dann schauen, dass wir da irgendwie hinkommen. Ich weiß so gar nicht, was war denn die Quest oder der Anlass für die Quest? Ach, sprich, Dr. Amari. Das war der Anlass. Die Story-Quest. Ja, und dann kümmern wir uns halt, wie gesagt, um die Siedler mal ein bisschen, was da noch ansteht mit denen. Ein paar, oder einige Questen habe ich mit denen ja noch offen. Und das kann natürlich auch noch spannend werden. Je mehr Siedlung wir haben, desto besser und für uns auch. Genau, das Supermutantenproblem, genau. Gehen wir erstmal wieder ein bisschen looten hier. Ne, da ist nichts im Fleischstack. Fleischstöcke haben meist immer eine Überraschung wert. Hier unten noch so ein Tischventilator brauchen wir. Denn ich glaube, beim Tischventilator waren. Schrott. Tischventilator. Genau, da waren Zahnräder dabei und halt Glühbirnen brauche ich noch. Glühbirnen, halt Kupfer. Telefone. Genau, Telefone waren auch wichtig. Ich glaube, da war Kupfer mit drin. Gunner-Recruit versuchen jetzt da nicht jetzt hinzugehen. Good Neighbor. Siedler. Ich will nicht rein. Ich will mal kurz speichern. Ja, speichern mal bitte. Mal schnell speichern. Guten Tag. Was jetzt so mit Sachen herstellen ist oder halt Fleisch sammeln über Hirsche oder Maulwürfe zerstören, das kann ich auch mal hier ein bisschen offline nebenbei. Da dann unsere Vorräte halt hochgehen oder ich verkaufe Sachen, Zerstörteile. Das kommt alles jetzt nicht so. Hey, warte! Zum ersten Mal in Good Neighbor? Da solltest du nicht ohne Versicherung unterwegs sein. Wie ohne Versicherung? Versicherung? Ganz genau. Versicherung. Personenschutz, sozusagen. Du gibst mir alles, was in deinen Taschen ist. Sonst wirst du Unfälle haben. Schwere, blutige Unfälle. Wie, du bist unser Ödländer des Monats heute? Wenn jemand zum ersten Mal durch dieses Tor kommt, ist er ein Gast. Lass diese Erpressungsscheiße. Was kümmert dich das? Er ist keiner von uns. Kein Respekt vor dem Bürgermeister, Finn? Ich hab gesagt, du sollst sie in Ruhe lassen. Du bist schwach, Hancock. Wenn du weiter zulässt, dass Fremde hier machen können, was sie wollen, wird es eines Tages eine Fahrenheit, um nicht Temperatur. Komm schon. Wir reden hier über mich, Mann. Also pass auf. Wieso musstest du sowas sagen? Hm? Du hast mir echt das Herz gebrochen. Alles klar bei dir, Bruder? Du bist ein Ghoul? Ganz genau. Gefällt dir mein Gesicht? Ich finde, es verleiht mir einen sexy König der Zombies-Look. Kommt super an bei den Ladies. Pass auf, hier sind eine Menge Rat-Freaks wie ich unterwegs. Du solltest solche Fragen das nächste Mal also vielleicht besser für dich behalten. Good Neighbor ist aus dem Volk für das Volk, verstehst du? Okay. Jeder ist hier willkommen. Good Neighbor? So heißt er auf hier? Ganz genau. Wir haben diese kleine Nachbarschaft mit Hilfe der Freaks und Sonderlinge geschaffen, die sonst nirgendwo willkommen sind. Du wirst schon sehen. Wenn du dich mit genug Leuten anfreundest, wirst du das Örtchen schon bald dein Zuhause nennen. Solange du im Kopf behältst, wer hier das Sagen hat. Bürgermeister Hancock? Echt schade wegen Finn. Wird mir fehlen, wenn der nächste Supermutantenangriff kommt. Na gut, was kann ich für unseren Neuankömmling tun? Ich melde mich später nochmal. Kannst jederzeit. Hey, Hancock. Willst du was wegballern? Sag mir einfach, was du brauchst. Arbeit. Auf der Suche nach Arbeit. Arbeit, was? Pass auf, ich will, dass du was für mich aufklärst.
Es gibt eine Menge seltsames Gerede über die Galerie Pikmin. Das da oben ist Raider-Gebiet. Aber in letzter Zeit waren sie ziemlich ruhig. Ungewöhnlich ruhig. Schau dich da mal um und erstatte mir dann Bericht. Die Galerie Pikmin abchecken. Alles klar. Cool. Aber sei gründlich, okay? Ich zahle nicht, wenn du nur mal einen kurzen Blick riskierst. Du musst rausfinden, was da wirklich abgeht. Auf jeden Fall. So, Gammler. Oh. Immer diese stählerne Hallo. Hallo? Alles hier wird garantiert nach Wunsch verletzen, verstümmeln oder töten. Außer mir. Ich töte nur, wenn ich will. Wer... Was bist du? Ich bin eine Frau, Baby. Siehst du das denn nicht? Du siehst auf jeden Fall aus wie eine Frau, ja. Und auf mehr kommt es doch nicht an, oder? Also hast du Interesse an meinem Angebot? Klar, ich schau's mir an. Kauf gleich mehrere Exemplare, falls dir mal langweilig wird. 2 mm Elektronen. Ne, was ich bräuchte, wäre vielleicht Schrott, aber ne, da haben die halt nur Lieferungen. Die Wert ist halt sehr, sehr hoch. Powerrüstungsgestell, okay. Minus, minus, minus. Wow, will natürlich 20. Wirft 10% des Nahkampfschadens zurück an den Angreifer. Alles klar. Ist natürlich ein bisschen hart, ne, für das. Das Gold oder die Kronkorken, ja gesagt. Ist natürlich, Grünmine, natürlich eine teure Angelegenheit. Waffen, wohl. So viel kann ich mir auf jeden Fall nicht leisten. Ich hab doch gerade hier Sachen verkauft. Käfigrüstung, ne, das ist alles weniger. Jo. Jetzt habe ich leider nichts für dich. Können wir uns oben noch ein bisschen umschauen? Das wäre alles stehlen. Ein Gambler. Hier war doch gerade Fahrenheit. Lagerhaus. Die stählerne Bruderschaft sollte sich besser von Good Neighbor fernhalten. Mehr sage ich nicht. Ich kenne das hier. Das kommt, glaube ich, auch im Trailer vor, oder? Mann, ich habe schon eine Menge verrückten Scheiße gesehen. Aber ein fliegendes Schwert? Wahnsinn. Was haben wir hier noch? Lagerhaus. Ja, viele Lagerhäuser. Die Hölle der Erinnerungen. Gucken wir mal, was sie uns bringt. Okay, alles erstmal nur zum Stehlen hier. Guten Tag. Sie an, Mr. Valentine. Ah. Ich dachte, du hättest mich schon vergessen. Die Höhle habe ich verlassen, Irma. Hey, Valentine. Sprechen wir mit Amari. Unten, du alter Süßholzraspler. Hi, Nick. Mal sehen, was Amari macht. Zu Amari? Sie ist unten. Ach, Nick kennt den Weg. Dann? Nick, komm mit. Und ihn will ich gleich auch wieder mitnehmen. Dr. Amari? Ja, warte mal. Wer bist du? Das ist wohl kein Höflichkeitsbesuch. Du kannst doch Erinnerungen aus Gehirnen extrahieren, oder? Normalerweise dürfen unsere Kunden nur eigene Erinnerungen erleben. Um was geht es also? Wir müssen tief graben, aber das wird nicht einfach. Der Täter, Keller, ist schon mausetot. Seid ihr beide verrückt? Wenn wir mal außen vor lassen, dass ich eine Leiche schänden soll... Ist dir klar, dass wir für die Simulatoren intakte, lebende Gehirne brauchen? Bitte,
Nick meinte, du wärst die Einzige, die das schaffen könnte. Dieses tote Gehirn besitzt Infos über das Institut. Das größte wissenschaftliche Geheimnis des Commonwealth. Du brauchst es, wir brauchen es. Ach, gut. Ich werde sehen, was ich tun kann. Versprechen kann ich aber nichts. Hast du es dabei? Das hier konnte ich finden. Was ist das? Das ist kein Gehirn. Das ist... Warte mal. Das ist der Hippocampus. Und was hängt da dran? Ein Neuralinterface? Diese Schaltkreise kommen mir bekannt vor. Überrascht mich nicht. Soweit ich weiß, ist Institutstechnologie immer ähnlich aufgebaut. Nick ist ein älteres Synth-Modell. Ist er kompatibel? Das frage ich mich auch. Wenn wir Glück haben, passt alles. Selbst wenn es funktioniert, würde Mr. Valentine ein enormes Risiko eingehen. Es geht darum, etwas an sein Gehirn anzuschließen. Keine Sorge, Amari. Legen wir los. Meinst du wirklich, das funktioniert, Nick? Keine Ahnung. Aber wir suchen nach einem verschwundenen Kind. Das ist das Risiko wert. Wenn du bereit bist, Mr. Valentine, jetzt... Wenn ich oh, Nick. Ein alter, zahnloser Söldner. Zieh mich raus, okay? Es geht los. Du musst weiterreden, Mr. Valentine. Kleinste Änderungen deiner Kognitivfunktionen könnten gravierend sein. Fühlst du dich irgendwie anders? Ich sehe viele Blitze, Rauschen. Das gibt alles keinen Sinn, Doc. Das hatte ich befürchtet. Die mnemonischen Eindrücke sind kodiert. Ist wohl ein letzter Sicherheitsmechanismus des Instituts. Die Erinnerungen sind gesperrt. Na also. Erhöht das. Was kriegen wir denn da drauf? Keine Ahnung. Na, das Rest lasse ich hier. Wie sperrt man Erinnerungen? Das Implantat kodiert die mnemonische Aktivität im Hippocampus. Wie bei einer Computerverschlüsselung. Und wir haben kein Passwort. Mal sehen, ein einzelner Geist kann das nicht knacken, aber zwei vielleicht schon. Wir setzen dich und Mr. Valentine auf die Memo-Sessel und schalten eure kognitiven Funktionen parallel. Er ist der Host und dein Bewusstsein durchforstet die Erinnerungen, die wir finden können. Okay, dann würde ich sagen, ich mache hier einen kurzen Cut. Wir haben keine ganze Stunde, aber ich würde das für die nächste Folge vorziehen, deswegen... Der Hund sagt auch schon, bis zur nächsten Folge, bis dahin, euer Flash. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.